Hallo, ihr Lieben. Ja, ungewöhnlich auf den Donnerstag nach langer, langer Zeit. Dieses hier wird auch ein Zwischendurch-Video sein. Ich bin immer noch nicht wieder gesund und ich habe auch jetzt Schwierigkeiten. Aber ich wollte unbedingt heute mal mich melden. Ich weiß auch nicht, wie lang das wird. Ich habe hier zwar einiges liegen und würde so gerne mit euch eine ganze Zeit lang mich unterhalten, euch zeigen, was ich gemacht habe. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das so aushalte. Wir wollen mal gucken. Eigentlich ist meine Erkältung so gut wie weg. Also so ein bisschen Husten noch, aber alles ist eigentlich in Ordnung. Nur leider quält mich meine Darminfektion. Die quält mich seit Wochen und heute Nachmittag muss ich noch mal zum Arzt. Deswegen sage ich alle, die es jetzt mitkriegen hier im Video, es findet heute Nachmittag kein Stricktreff statt. Ich werde noch mal zum Arzt fahren. Ja, ich muss noch mal Medikamente haben. Ich komme so nicht wieder auf die Beine. Ach, ich sage euch, es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich habe keine Lust zu nichts irgendwo. Man quält sich durch den Tag. Es ist nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin heilfroh, wenn ich das endlich alles hinter mir gelassen habe. Endlich wieder ich selber bin und vielleicht den alten Schwung wieder bekommen habe. Ja. Naja, was soll's, ne? Wir können es nicht ändern. Was sollen wir machen? Ja, was habe ich gemacht in der Zwischenzeit? Ja, außer schlafen und krank sein, habe ich hin und wieder auch ein bisschen was gestrickt. Und ich brauchte auch irgendwo immer ein bisschen Motivation. Ich schwitze auch. Ich habe immer so diese Hitzewellen. Ich weiß auch nicht. Mein ganzer Körper ist nicht in Ordnung. Ach so, ja, da musste ich mich natürlich immer ein bisschen belohnen, ein bisschen aufmuntern und ach und alles so. Ich glaube, jeder, der längere Zeit mal krank ist oder so, kennt das. Also, dass einem das nachher fürchterlich auf den Geist geht. Oh, man kann es überhaupt nicht mehr ertragen. Und da habe ich mich natürlich belohnt. Ich habe viele neue Sachen angestrickt. Bin auch schon mit einigen Sachen wirklich weit gekommen. Aber dazu nachher mehr. Fertig habe ich die Mütze. Ja. Die ganz normale Mütze aus diesem, was ich gesagt habe, wo ich so viel vernähen musste, ne? Aus dem letzten Video. Ja, die steht mir überhaupt nicht. Also das ist eine Mütze, die mir überhaupt nicht steht. Also sollte ja auch eigentlich mehr für einen Kinderkopf sein. Die will ich mal schnell wieder absetzen, weil man verunstaltet sich ja nicht gerne selber, ne? Ach, Kinder, Kinder, ehrlich, ich sag's euch. Ja, das ist die Mütze, die ist fertig geworden. Und ich habe wieder ein Paket bekommen von meiner Wilma. Einmal mit den Bernie Sanders Mittens. Allerdings habe ich die schon meinem Sohn und meiner Schwiegertochter gegeben. Weil die wohnen ja weiter weg und wie sollen wir da. Deswegen habe ich die schon abgegeben. Ich glaube, ich muss mal gucken, habe ich auf Instagram schon ein Foto gepostet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir die Liebe. Jetzt guck doch mal, meine Rosen. Ist das nicht hübsch? Also, ich bin ganz begeistert, ne? Also, das habe ich mir, also es war so ein Set. Das habe ich mir, ach, vor Jahren, ich glaube 2018, kann das sein? Bestimmt. Habe ich mir das in Langenfeld im Treibhaus noch, als es das noch gab. Habe ich mir das Set gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Auf jeden Fall bin ich nie dazu gekommen und irgendwann sagt Wilma, komm, tu das mit ins Paket, ich mach das.
Ja, und jetzt habe ich dieses schöne Ensemble. Ja, liebe Wilma, ist das toll? Ja, ne? Habe ich jetzt bekommen und ich freue mich ganz riesig darüber. Ja. Also, das sind einmal eine fertige Mütze von mir und einmal ein Set von Wilma. Ja, so. Das waren, also wie gesagt, viel ist ja echt nicht fertig, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, strick doch mal das Inselglück von Susanne Oswald. Ich habe ja die Bücher von Susanne auch. Und ich habe da noch nie was draus gestrickt. Ich freue mich schon auf das Anleitungsbuch. Das werde ich mit Sicherheit zur Rezension bekommen. Und weil das wird ja im Top-Verlag, ne, genau. Und jetzt hatte ich mir aber gedacht, ach komm, du hast noch einen Bobbel und du strickst mal das Inselglück. Ich hatte mir ja damals in Sulingen so ein Set gekauft hier, sowas, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das nimmst du jetzt und machst das Inselglück daraus. Ja, und da bin ich eigentlich auch schon ziemlich weit mit. Guck. Also, das besteht ja aus mehreren Mustern und das hat mir bisher ganz gut gefallen. Und was mich ein bisschen irritiert, sind die 10 Maschen hier unten. Das bin ich nicht so gewohnt. Und auch, dass man also die Zunahmen nach dem Rand, ja, es ist eine, mal gucken, wenn es gespannt und ansonsten finde ich die Anleitung sehr schön, die ist schön geschrieben, es ist nichts Schwieriges, nichts Gröberes und es sieht doch schon ganz gut aus, ne? So und jetzt, ihr Lieben, das wird während des Videos mit Sicherheit öfter vorkommen, werde ich Pause machen, weil, wie gesagt, ne, ich laufend etwas laufen muss. So, ja, das wird jetzt öfter passieren. Das ist das 10 bis 20 Mal am Tag, also wunderbar. Yay. Deswegen sehe ich auch so aus, ne? So, boah, schon wieder. Ich glaube, 2 Kilo habe ich schon wieder runter. Ey, es ist nicht zu fassen, ne? Aber was willst du machen, ne? Musst du durch. Wir können es nicht, guck mal. Ich bringe hier schon wieder. Ich habe hier schon wieder einen Flusen von Hummelchen an der Tasche. Die kriegt ihr Winterfell. Und die ist auch so träge. Wir haben echt die letzten Wochen wirklich gemeinsam auf der Couch verbracht, den halben Tag geschlafen. Bei ihr merkst du das mit den Gelenken, ne? Wie sie so am stärksten ist, wenn sie so aufwacht, dann muss sie sich selbst so wie so eine alte Frau auch, ne? Ich manchmal muss ich das auch, bis man so wieder geschmeidig wird, ne? Das merkst du ihr richtig an. Och Gottchen, ja. Wir sind kranke Küken. Oh, ich sag's dir, ne? Was will man machen? Ich mach gerade meine Wasserflasche auf, weil ich wieder einen trockenen Hals kriege. Ich weiß auch nicht. Nee, 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 nee. Ne? Ja. Irgendwann kommen wir auch wieder zu lustigen Geschichten. Bestimmt. So, dann habe ich weiter an meinem Rapunzelschal gestrickt. Ui, wahrscheinlich denkt er, was ist das denn? Ja, es ist ein Rapunzelschal. Jo. Da bin ich wieder. Das wird, wie gesagt, etwas öfter passieren. Kundschaft und für mich auch. So, jetzt waren wir hier, ne? Also, der Rapunzelschal, der wird nicht mehr sehr lang. Also, ich mache den ja so, dass ich hier mit 2 Knöpfen hier an der Seite zumachen kann. Aber ihr werdet euch fragen, wieso diese Löcher? Also, wer den Rapunzelschal noch nicht kennt, der weiß auch nicht, ich hoffe, dass ich es jetzt hinkriege. Moment.
Ach, ich habe das ja auch schon so lange nicht mehr gemacht. Also, du nimmst hier unten die Schlaufe und ziehst es durch. Guckt mal, ihr habt ja immer diese Zwischenräume und da zieht ihr einfach, ich drehe das Ganze nochmal und zieht das einfach hier so durch. Seht ihr das? Und so entsteht der Zopf. Also hier einfach nehmen, das kann man jetzt schlecht, ich habe keine Kamera, wo meine Hände, wo man das sehen kann, weil ich mache ja keine Tutorials und deswegen brauchte ich mir sowas nie anschaffen. Und so geht das immer weiter. Seht ihr das? Das sieht doch gut aus, oder? Ich mache das mal zu Ende. Also bis hier oben hin. So, und wenn ihr dann nachher fertig seid, also ihr könnt den so lang machen, wie ihr wollt. Ihr könnt den auch ein ganz normaler Schal machen. Nur ich mache dann, habe ich ja hier das Knopfloch und nähe dann hier, nähe ich mir einen Knopf auf dieser Seite und auch auf dieser Seite. Und dann wird das nachher, ja, wenn ich es fertig habe, dann könnt ihr das, glaube ich, besser nachvollziehen. Und so sieht es dann halt aus. Dieses hier ist einfach das Gestrick und das ist der Zopf nachher. Und hier kannst du das genauso machen, ne? Also, es gibt dafür im Internet eine Anleitung. Das weiß ich. Ich habe die ja auch irgendwo weg. Obwohl ich das schon, ich glaube, vor 5 Jahren das letzte Mal mir so solchen Rapunzelschal gestrickt habe, ne? Also, das ist. Du kannst den auch breiter machen. Ich habe jetzt 48 Maschen genommen, weil das ja auch dickes Garn ist. Aber du könntest das also auch mit mehr Maschen machen, mit dem Doppelten. Dann hast du es ein bisschen breiter. Aber für meine Sache, für mein, was ich jetzt damit machen möchte, reicht das völlig aus, ne? Also ist ja jetzt noch nicht breit genug, um dass ich mir jetzt hier quasi um den Hals. Hier kommt dann das andere und dann sind hier ungefähr hier dann die beiden Knopflöcher. Also da sind die beiden Knöpfe dann. Und dann hast du auch so einen schönen anliegenden, ja, wie so ein Seidenschal, ne? Ja. Also, der wird uns jetzt auch noch begleiten. Ein paar Tage, bis ich den fertig habe. Also, wie gesagt, dadurch, dass ich ja wirklich lange, lange und immer krank gewesen bin, habe ich eigentlich gar nicht viel geschafft. Ich habe auch wieder so einen Druck auf dem Ohr. Echt, es taucht alle nichts, Leute, wirklich nicht. Ich kann jeden verstehen, ey. Hauptsache, wir sind bald wieder gesund, ne? Alle die wir krank sind. Wir haben keinen Bock mehr, oder? Guck, und dann machst du ihn wieder auseinander. Ja, ich werde dafür wahrscheinlich nur dieses eine. Ich habe mir noch ein anderes Knäuel zurückgelegt. Das ist von Schachenmeier, die Trachtenwolle. Da würde ich das gerne draus machen. So. Ja, was noch? Dann bin ich dabei, die Leni-Mütze zu stricken von Isabel Krämer. Und zwar aus der Tuscany Tweed von Schachenmeier. Die ist so weich und die ist so schön. Die, also wirklich hat 170 Meter Lauflänge. Guck, die Leni wird am Bündchen ein bisschen anders. Ich mache das nicht. Ich hefte das nachher an von innen, ne? Dass das so aussieht. Also da bin ich ja jetzt erst mit dem Muster fertig und jetzt muss ich noch 16 cm, also insgesamt müssen es 16 cm sein ab Bund. Und dann fange ich mit den Abnahmen an. Also ich denke mal, wenn ich gut bin, bin ich damit nächste Woche fertig. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit mir, also das hier ist jetzt ein Zwischendurchvideo. Wann es wieder regelmäßig Dienstagsvideos gibt, das kann ich euch echt nicht versprechen. Ich versuche es wirklich, aber wie gesagt, wenn ich nicht. Und man muss da auch dann Spaß und Freude dran haben, ne? Und das fehlt mir im Moment. Es tut mir echt leid, aber.
Echt. So, dann habe ich von der Firma Lanes du Nord. Gibt es die Watercolor Socks? Ich zeige euch die jetzt schon mal. Das ist diese hier, mir ist schwindelig. Das ist diese. Ja, und da habe ich mir gleich eine bei weg und bin damit angefangen, mir Stulpen zu machen. Ganz einfache, schlichte Stulpen. Also hier mit so einem kleinen Rollbündchen. Dann gehen die ganz geradeaus hoch und am Ende gibt es dann noch ein bisschen Rollbündchen und das war's. Also nichts Gravierendes, ne? Das sollen die Farben nachher machen. Es ist ein ganz neues Garn von Lanes du Nord, die Water Color Socks. Ja, die hat eine Lauflänge von 420 Metern, kostet 12,95 und die gibt es in den Farben 102. Habe ich sie? Ich habe sie in 101 in Blautönen und ich habe sie in 100 in Grün. Jetzt guckt doch mal, die sind doch toll, oder? Also wie gesagt, ne, 12,95, wenn sich einer interessiert. Ja. So, das war das. Das muss ich jetzt wieder einpacken. So. Oh. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ich habe hier noch zwei Sachen, wo ich am Stricken bin. Also diese Bauchschmerzen, ne, bei diesem Ganzen, das macht mich wahnsinnig. Oh, ja. So sieht's aus. Aber ich habe etwas ganz Tolles bekommen. Ich denke mal, ich werde jetzt heute nicht, ich habe drei neue Bücher aus dem Stiebner Verlag. Ich werde heute nicht alle drei vorstellen. Aber eins möchte ich auf alle Fälle, weil ich das so schön finde. Oh, und ich glaube, ich bin da zu doof zu. Ich glaube, sowas kriege ich nicht hin. Also da habe ich, also die Wilma, die bewundere ich ja für ihre tollen Vereilgeschichten. Die kann das, das ist also, die ist echt eine Meisterin. Wenn ich an das Schäfchentuch denke oder das Eiderstädter Tuch oder jetzt auch hier mein Rosenset, also ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, entweder bin ich zu ungeduldig, stelle mich zu blöd an, ich weiß es nicht, oder vielleicht habe ich einfach im Moment die Ruhe nicht dafür. Aber ich habe das tolle Buch bekommen von der Bärbel Saaleth, Kunstvolle Tücher. Oh, das ist so schön. Da sind so tolle Sachen drin. Ihr macht euch kein Bild. Also wirklich, das lohnt sich wirklich, es zu kaufen. Und jetzt schlag mich tot. Jetzt habe ich doch tatsächlich den Preis nicht mehr im Kopf. Ich meine 25, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn ihr es bestellen wollt, ihr könnt es gerne bestellen bei mir. Um die 25 Euro meine ich. Hätte ich gehört. Fragt vorher kurz nach. Ich gucke nachher. Oder ich schreibe es unten mit rein in die Infobox, weil ja, ich bin ja auch unvorbereitet. Ich wollte ja heute gar nicht. Ich bin ja hier heute Morgen das erste Mal wieder seit Wochen. Hatte mich so gefreut, dass alles zu dem Berg aufgeht. Und dann kriege ich sofort wieder so einen Puff gestern. Ja, eigentlich fing es schon Dienstagabend an und gestern so den ganzen Tag. Und ach, fürchterlich, ne? Naja, so, aber da wollen wir uns nicht von aufhalten lassen. Ich zeige euch dieses wunderschöne Tuch. Tuch, Buch, ja? Mit einem logischerweise Inhaltsverzeichnis und einem Vorwort. Dann werden die Farben beschrieben, die man nimmt, die Techniken zum Tuch, ja, alles mit Bildern und mit es wird alles beschrieben und zwar auf Sage, Werkzeug, Zubehör kommt noch dazu und das alles auf 35 Seiten und dann kommen die Modelle.
Und ein Modell ist schöner als das andere. Oh, ehrlich, wie kann man nur so toll stricken? Ich bin begeistert. Feuerlilien. Boah, Leute. Ich weiß gar, da ist nicht eins bei, wo ich sage, das würde ich nicht leiden mögen. Selbst die Farben. Ist das nicht schön? Also wirklich. Und du hast wirklich immer einen tollen Chart dabei. Und du hast auch warte. Es ist super beschrieben. Also man muss sich nur rantrauen, sagen wir mal so, ne? Trau dich mal. Das geht mir ja auch so. Trau dich mal. Ginkgo, das finde ich auch schön. Also wirklich, ich sollte mich vielleicht tatsächlich mal trauen, ne? Hä? Mehr wie schief gehen kann ja nicht. Ich brauche es euch ja nicht zeigen, bevor es fertig ist, dass ich mich nicht blamiere, ne? Ich sag's euch. Es ist eine Fächerblumen. Selbst das Orange mit Lila finde ich gut. Für so eine Nummer, das würde ich nie machen. Oder hier, guckt mal. Oh. Also, das ist jetzt wieder eine Sache, die mich vollends begeistert. Und alleine nur zum Arabesk. Zum Angucken alleine schon schön. Dieses hier finde ich auch toll von den Farben her. Das sind ja wieder so meine, ne? Was, wie heißt das? Tracery? Es sind wirklich, es sind Sahnestücke hier drin. Also das ist wirklich was für Könner. Also echt, wirklich. Ne? Das ist doch wohl. Ja, ich werde jetzt nächste Woche erstmal ein paar davon bestellen. Ja, ihr könnt gerne mitbestellen. Also sagt Bescheid, ruft mich an, telefonieren kann ich. Easy going heißt dieses Tuch. Na, hier ist es noch mal in einer anderen Farbe. Gondwana, Gondwana, auch schön. Ja, es ist wirklich mit Liebe gemacht und es ist wirklich ein außergewöhnliches Spiel der Jahreszeiten. Es ist ein außergewöhnliches Buch. Also ich glaube, alle, die Verei lieben, müssten es eigentlich in ihrem Schrank stehen haben, weil das ist einfach nur klasse. Es wird eins meiner Lieblingsbücher wieder, Phönix aus der Asche. Ja. Rosana. Toll, ne? Ich sag ja. Hier ist es nochmal in anderen Farben. Also die Frau kann schon was. Donnerwetter. Ne? Ist Pirelli. Schön, einfach nur schön. Also hast du so ein Tuch, du wirst bewundert, das sage ich dir jetzt schon. Also ich glaube, wenn du das fertig hast, du gehst damit durch die Gegend, jeder wird angesprochen. Es ist so herrlich. Das ist so schön. Deswegen, ich muss unbedingt eins haben. Biggie. Boah, guckt euch das an. Was da für eine Arbeit drin steckt. Dahlien mag ich auch. Also, wenn du sowas gestrickt hast, wenn du das gemacht hast, dann hast du was für die Ewigkeit. Echt, das kannst du vererben an deine Kinder und Enkelkinder. Im Buch verwendete Garne und Adressen stehen hier noch. Ja, und eine Danksagung. Und das ganze Buch hat 163 Seiten. Ja, wird wunderbar beschrieben und es sind wunderschöne Tücher. Also alle Tücherliebhaber,
wenn ihr das toll findet, holt es euch wirklich. Es ist wirklich richtig schön. Kunstvolle Tücher, es ist wirklich wahr. Also das Cover passt. Also kunstvolle Tücher, das ist echt kunstvoll. Ach, wenn ich Luft hole, ne? Da habe ich vorhin schon gedacht, ob das der Blinddarm ist. Oh nee. Echt? Oh nee. Das fehlte mir noch. Guck mal hier. Da habe ich auch ein bisschen was dran gemacht. Gestern Abend noch. Und wieso habe ich nicht zu Ende gestrickt? Es ist auch wieder. Wahrscheinlich bin ich wieder eingepennt, ne? Aber man kann es sehen. Guck. Man macht es einfach mal. Hier. Was für ein Gedödeldö hier. Was soll denn das? Mich schon wieder ärgern hier. Aber die nächste Farbe, also jetzt geht es ja so ein bisschen ins Bläulich rein, ne? Aber mal gucken. Mal schauen, wie das wird. Also wenn nicht, dann mache ich das hier fürs Schaufenster und für meine beiden Mädchen mache ich dann neue bunte. Ich muss auch mal nach Bünde. Ich war schon so lange nicht mehr irgendwo. Also es ist wirklich. Und ich möchte an die See. Ganz dringend. Ich muss dringendst ein bisschen Urlaub machen. Sobald ich einigermaßen fit bin, fahre ich weg. Auf jeden Fall. Nächste Woche, übernächste Woche, egal. Irgendwann fahre ich los. Gestern habe ich von Petra noch. Ach, und meine hier, unsere Zuschauer-Strickfreundinnen. Andrea. Ich komme ja immer mit durcheinander. Auf jeden Fall sind die an der See oben. Ich war ganz neidisch. Und dann schickte Petra mir noch, weil durch meine Krankheit habe ich es auch nicht geschafft, manche Dinge abzuschicken. Und ach, ja. Und dann bat sie mich noch und da habe ich gedacht, weißt du, was sage ich zu meinem Mann noch? Ich sage, warum fahren wir nicht einfach hin und geben es ihr persönlich? Warum nicht? Ne? Ob ich jetzt hier zu Hause rumsitze oder da. Ist doch völlig egal, ne? Da habe ich wenigstens noch ein bisschen Seeluft. So, und an meinem Pullover habe ich auch weitergemacht, aber auch nicht viel, weil es waren ja wieder andere Dinge wichtiger. Ja. Ja, dann habe ich noch eine Mütze, die habe ich nicht mit, die habe ich. Ist aber auch nichts Bewegendes, es ist eine anthrazitfarbene Mütze, die ich für eine Zuschauerin stricke. Und die habe ich zu Hause liegen lassen. Ja, man kann auch nicht an alles denken, ne? Ich habe noch zwei weitere Bücher. Allerdings hebe ich mir die auf fürs nächste Mal. Oder? Eins könnte ich euch noch zeigen. Ich glaube, ich zeige euch noch das Socken. Ich habe noch skandinavisches Häkeln für die Kleinsten. Das ist auch ein sehr, sehr tolles Häkelbuch für Kinderkleidung. Und es ist wirklich richtig schön. Ach, guck mal, und hier liegen meine Zettel drin. Jetzt weiß ich auch, was es kostet. Kunstvoll Tücher stricken, 25 Euro, sag ich doch. Ja, genau. Das skandinavische Häkeln zeige ich euch das nächste Mal. Für 22 Euro könnt ihr Islandsocken erwerben. Da sind auch wieder tolle Sockenmodelle drin. Wenn ich auch nicht so ein Sockenstricker bin, ne? Aber hier sind auch wieder Anleitungen drin, also Einleitung. Und es gibt unheimlich viele Geschichten. Also so Geschichten aus dem Norden, also aus Skandinavien, Island. Hallo, guten Morgen. So, das war jetzt etwas länger, eine halbe Stunde. Sehr nett. Eine Kundin, mit der, die musste auch mal einmal ihre Luft ablassen.
über die Geschehnisse in diesem Land. Und das hat etwas länger gedauert. Wir haben ein wenig diskutiert und ein wenig geredet. Ich hoffe, naja, ihr habt da ja nichts von mitgekriegt, ist ja nur eine Sekunde, ne? So, wir waren bei den Island-Socken. Und wie gesagt, die Einleitung und dann dieses, guck, und jetzt kommen schon die Anleitung und das See sind wirklich schöne Strümpfe. So, die Elin-Strümpfe. Also da steht jetzt zum Beispiel immer so eine kleine Geschichte bei. Die Elin-Strümpfe sind kein historisches Muster, sondern nur eine Version der Strümpfe Nummer 1, die 1889 im früher einmal beliebtesten Buch Islands, kann ich nicht aussprechen, von Elín Brím erschien. Also, und dann geht das hier die ganze Seite über, die Geschichte dazu. Ja, wie die gestrickt und wer das Muster erfunden hat und. So, und dann wird die Anleitung super toll beschrieben, auch wieder mit Schrift. Und so, dann haben wir hier noch einmal ein Foto. Also hier ist das Original, was in einem Museum ist. Und hier ist es dann nachgestrickt. Ne? Ja. Und hier ist einmal das Buch, das wird dann beschrieben, also die Strümpfe und ja, nach den Briem, einmal Briem heißt das. Da wird auch wieder eine Geschichte erzählt, das heißt also nach den Strümpfen heißt die Geschichte, also ich kann euch das jetzt nicht alles, ne? So wieder schriftlich und natürlich den Chart, ist ja ganz klar. Krefbot, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Und auch da wieder, während isländische Strümpfe, Punkt, 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 und dann oft sehr schlicht waren, gilt das nicht für traditionelle Hausschuhe, der Hauptinspiration für dieses Modell und so weiter und so fort. Also wirklich. Durch das Typische kommt jetzt wieder das Nächste. Also es ist wirklich, wirklich hübsch aufgemacht. Und du hast immer wieder kleine Geschichten dazu, weil du kannst also aus den Strümpfen, also du kannst dann auch Handschuhe machen. Und die Mosi-Familie wächst, ist die nächste Hand. Guck, und da sind auch Handschuhe bei, auch in der Beschreibung hier. Neongrüne Punkte haben wir dann. Und wie gesagt, überall gibt es Geschichten dazu. Hier sind auch wunderschöne Fotos, nur kann ich euch das nicht alles zeigen, weil die Anleitung damit bei ist. Ne? Wie heißt das? Bardi. Die finde ich auch schön. Die Farbe finde ich so schön. Ne? So ein bisschen eisig. Und dann kommt hier Katlanas Geschichte, Haldoras Verse. Also wie die so. Ach, Katlas Ausbruch 1918. Das ist ein Vulkanausbruch gewesen. Ja. Und die Haldoras Verse, ja, die wird wahrscheinlich, die ist dann auch beschrieben, wie Haldora ihre Verse gestrickt hat. Gudbjörg, die. Gu ach, lest es. Ja. Und dann gibt es dann auch wieder das Museumsstück und dann das neu gestrickte. Strümpfe und Erinnerungen, eine Geschichte wieder. Also es ist wirklich toll, auch dass man das mal so alles mitkriegt. Ne? Wladimir Johansson, 1888 bis 1975. Dann Sigur Jørdodia und Johanna Sirgulaug und Jona Grüßrun und wie sie alle heißen. Also abgebildet hier ein Familienbild. Und das waren dann alles Stricker von diesen Socken. Alte isländische Strümpfe.
Ja, auch wieder eine Geschichte. Die Rosiersocken. Also ich werde das unter Garantie alles falsch aussprechen, aber die sind doch auch hübsch, oder? Ja, das gefällt mir auch gut. Das dänische Handelsmonopol in Island wird hier noch eine Geschichte geschrieben. Das 1602 eingerichtete dänische Handelsmonopol blieb in unterschiedlichen Formen für 2 Jahrhunderte erhalten. Ach, das ist eine ganze, guck mal. 2 Seiten schon. Ach, hier, Opa am Stricken von Socken. Das ist Olafur Jonsson im Isländischen Nationalmuseum. Tja, Randalnjua finde ich auch toll. Hier sind sie nochmal abgebildet. Also, ne? Die Fjordstrümpfe. Hier hinten mit Naht. Ja, ne? Guck. Isländische Strümpfe Nummer V181C im Dänischen Nationalmuseum Geschichte. Und hier sind sie abgebildet. Ja, überlege ich mal, wie alt die sind. 1740. Wahnsinn, oder? Die älteste bekannte Strickanleitung für Strümpfe in Island notierte Magnusson, erster Vogt von Island, Gründer von Reykjavik, irgendwann zwischen 1860 und 1870. Hildur. Und die Geschichte geht dann noch weiter, ne? Also, ich lese ja, wenn dann höchstens einen Satz daraus vor. Skuli vor Gestricknotizen. Jawohl, hier sind Stricknotizen von einer Dame von 17, die hat gelebt 1711 bis 1794. Und hier gibt es dann wieder eine Geschichte von diesem Ganzen. Ja. Sockenfarben, also hier gibt es auch wieder eine Geschichte. Also ich finde das Buch toll. Schon alleine wegen diesen ganzen Geschichten. Sockenbretter, guck dir mal die alten Sockenbretter an. Zertifiziertes Sockenbrett von 1770. Nordische Blättersocken. Finde ich klasse, ne? Katalastrof. Das sind so typische Herren, ne? So, Mensch, jetzt kann ich hier nicht mehr. Strümpfe an der Hand messen. Guck mal. Hier haben sie das so, ne? Schön. Reis. Ach, was weiß ich hier. Guck. Auch schön. Und dann gibt es wieder eine Geschichte aus dem Museum. Ich wollte schon immer, ist die nächste Geschichte. Reden wir über Socken. Wieder eine Geschichte. Ich finde das toll, ne? Dass man so ein Buch dann nicht nur die Muster hat, sondern auch wirklich was zum Lesen. Und dann geschichtliche Sachen. Wie viele Socken? Fragezeichen. Die Wolle, also welche Wolle genommen wurde. Ja, dann sind andere Wollen hier abgebildet, ne? Ganz normale Techniken und Abkürzungen. Und dann noch eine Danksagung und über die Autorin wird noch gesprochen. Und das war's. Es sind 135 Seiten im Softcover. 22 € lohnt sich wirklich. Wer Socken strickt und Socken liebt, ich liebe das ja auch. Ich liebe auch selbstgestrickte Socken. Ich finde die auch toll und ich ziehe die auch immer gerne an. Ja, aber ich stricke auch mal Socken für den Papa oder für jemand anderen, für meinen Mann oder für mich. Aber nicht so.
nicht so, nö. Ja, so, dann hatte ich euch das ja schon mit der Watercolor, hatte ich euch schon erzählt, mit dem Sockengarn, mit dem neuen. Dann habe ich ein neues, das heißt Kaleido. Das ist ein ganz tolles Mützen- und Tuch, Garn. Es hat 100 Gramm und es sind sage und schreibe 180 Meter drauf. Also für eine Mütze brauchst du nur eins. Es kostet 12,95. Ja, und es hat die Zusammensetzung, also 100% Merino. Es ist super weich und kuschelig. Ja, und es ist Merino, du kannst es bei 30 Grad waschen. Aber denkt immer an den Wollwaschprogramm, ne? Und nicht einfach 30 Grad ohne Wollwaschprogramm. Das geht, funktioniert natürlich nicht, ne? So, wir haben hier die 115. Es sind 100 Gramm, 180 Meter Lauflänge für 12,95. Du brauchst für eine Mütze ein. Für einen Schal würde ich drei nehmen. Dann haben wir 114. Die Farbe finde ich auch so schön. 100% Merino. Diese hier ist meine Lieblings. 113. Die finde ich ganz toll. Die ist so richtig winterlich, finde ich. Die ist richtig schön. Und wir haben die 116. Die mag ich auch. Mal was grün. Jo. Was habe ich noch? Ach, und dann habe ich zwei Farben schon bekommen und weiß noch nicht den Preis. Ich glaube, sie kostet 22,95. Sind 400 Meter Alpaka aus der Luxusline. Also 400 Meter. Ich müsste gucken. Fragt nach. 50% Alpaka, 25% Baby-Alpaka und 15% Merino. 400 Meter. Ich meine, sie kostet 21 oder 22,95. Fragt mich, wenn ihr sie haben möchtet. Hier habe ich sie einmal im Blau. Ich habe erst zwei Farben. Das ist die Nummer 10. Finde ich wunderschön. Richtig toll. Und ich habe die Nummer 9 schon bekommen. Das ist diese hier. Die ist toll, oder? Ich hatte schon mal aus der Luxusleine in Alpaka. Aber es ist ausverkauft komplett. Ich habe da damals dieses Tuch draus gemacht. Aus einem. Ein einziges. Und habe da dieses Tuch rausgekriegt. Aus einem. Wohlgemerkt, ne? Also ganz schlicht und ergreifend habe ich das Kraus rechts gestrickt und fand das einfach, ne? Weil ich wollte unbedingt die Farbe, fand ich schön. Und hier unten habe ich dann Perlen dran gemacht. Noch so ein bisschen. Shishi. Und eine Perle ist weg. Die ist verschwunden hier. Die ist aufgegangen. Da war nämlich noch eine da unten. Boah. Ein bisschen Schwund ist überall, ne? Da müssen wir eine neue dran machen. Nein, also wie gesagt, dieses Tuch habe ich aus einem Alpaka-Bobbel gestrickt. Ja. Und dann habe ich noch etwas, was ich euch von Lana Gatto habe ich die Sirio noch. 100 Gramm, 450 Meter. Und zwar 40% Alpaka Superfein, 40% Kit Mohair und 20% Polyamide. Ja? Da habe ich jetzt die Nummer. Blind, wirklich. 23. Das ist so ein tolles Indian Summer. 23, die kosten 19,95. 450 Meter. Hier haben wir die 22. So grünlich mit weiß. Hier haben wir die 27.
Das erinnert mich jetzt an das Tuch, was ich vorhin gezeigt habe. Ja. Und wir haben noch die 24. Das ist auch grün mit blau. Also wie gesagt, auch hier 450 Meter, so ein Tuch, so ein kleines neckisches Tuch kriegst du daraus. Kein Problem. Also die hat mich vorhin so ein bisschen so aus meinen geholt, die Kundin. Da bedanke ich mich recht herzlich. Ich glaube, ich zeige euch das Buch doch noch. Wir sind jetzt bei 45 Minuten. Ich glaube, da habe ich doch noch ein bisschen Elan und Motivation und zeige euch auch noch das dritte Buch. Und zwar Charlotte Kofoed-West. Skandinavisch häkeln für die Kleinsten. 35 hügelige Modelle für Mädchen und Jungs von 0 bis 2 Jahre. Guck mal, ein richtig dickes Hardcover-Buch. Ja, es kostet 28 Euro. Aber es ist wirklich für alle, die gerne häkeln, ist das wirklich ein ganz tolles Buch. Fängt es an mit dem Inhalt, logisch, ne? Mit dem Vorwort, auch logisch. Die historischen Fakten zum Häkeln. Historische Fakten. Bevor es losgeht, über die Anleitungen wird gesprochen. Die Schweregrad, die Maschenprobe, die Maschenbreite und dann auch ein paar Bilder, wie man häkelt, wie das alles so hin und her geht. Also guck, hier ist alles bebildert. Kannst du also auch als Anfänger, kannst du dir das nachlesen. Zubehör und Material, Häkelnadeln, ne? Und wie hält man eine Häkelnadel? Wie macht man das alles? Also alles wirklich Schritt für Schritt. Dann ein paar Tipps stehen hier. Das Ausarbeiten wird hier erklärt, auch wieder anhand von einigen Bildern. Knöpfe, Gummiband, also alles, was du so brauchen kannst. So, und jetzt kommt die Babykleidung. Almas Tunika. Guck mal. Da hat Alma eine Tunika an. Also, es wird wirklich richtig schön beschrieben wieder. Dieses wird mit einer Rundpasse gestrickt, wollte ich schon sagen, gehäkelt. Reihe für Reihe wird beschrieben. Dann der Körper und die Rüsche und das Ausarbeiten. Also ist wirklich alles Schritt für Schritt beschrieben. Milas Pulli haben wir dann als nächstes. Hier sind die süß. Die kleinen. Ja, hier ist nochmal das mit der Rüsche. Manchen Sachen hätte ich halt anderes Garn genommen. Also ein bisschen, naja, ihr wisst ja, ich mag es immer, wenn es schön fällt und wenn es so. Hätte ich vielleicht ein bisschen anderes genommen, aber egal. Philippas Kleid, das mag ich auch sehr gerne. Guckt mal, Philippas Kleid. Das kannst du als Baby dann auch noch, ne? Hier. Guck mal. Alles. Ottos Cardigan. Kann ich ein Kind Otto nennen? Ich finde, Otto ist eigentlich ein schöner Name. Aber so ein Baby? Otto? Aber Otto ist süß, ne? Guck mal. Ist er nicht niedlich? ich finde die Namen sowieso. Diese alten Namen finde ich echt gut. Emil, Olga. Hier, Olgas Pullover. Ja. Esthers Jacke. Also stehen schon tolle Sachen drin, wirklich, die man auch ein bisschen umändern könnte. Also hier geht es jetzt wirklich. Ups.
Was haben wir als nächstes? Eriks Jacke. Aber Erik ist doch ein Mädchen. Oder? Ja, naja. Antons Höschen. Die Namen so klasse. Anton. Ja. Freias Rock. Und ich finde auch diese skandinavischen Sachen. Oh, hier ist sie nochmal, die kleine Freier. Ihrem Röckchen. Williams Polunder haben wir dann noch. Also ist wirklich, ne? Guck mal, hier hat der kleine William auch an. Ja. Karl Vigus. Hose. Okay. Der kleine Karl. Da ist er nochmal. Das reimt sich sogar. Ich sag's euch. Jens und Julis Pulli. Guck, hier ist die Juli. Ja, oh mein Bauch. Es fängt wieder an, nicht? Antonias Kleid. Das sieht mir eher aus wie eine Tee. Weißt du, kennst du die, diese über die Teekanne oder über die Kaffeekanne? Das machen die Leute. Das sieht mit Sicherheit, mit schön fallendem Garn, sieht das mit Sicherheit toll aus. Ohne Sprache, also ohne, ne, das mache ich nicht. Lucys Weste. Da haben wir Lucys Weste. Annis T-Shirt. Wirklich klasse. So, was haben wir hier? Titz? Jacke. Ja, okay. Hier nochmal von hinten. Ja. Evas Strampler. Hier ist nochmal abgebildet. Alexanders Strampler. Was er sich freut. Emmys Kleid. Und Agnes Maries Weihnachtskleid. Amandas Kleid. Was haben wir denn hier? Leos Taufkleid. Guck, Lulus Taufmütze. Es runzelt zu die Stirn, als ich sagen wollte, was wollt ihr von mir? So, das waren die Anleitungen. Jetzt kommt zu, also Babykleidung, jetzt kommt Zubehör. Lätzchen. George Mütze und Handschuhe von George. Manas Mokassins. Per Bosshut, also der Hut, passend zu diesem Pulli. Was soll das denn schon wieder? Helenes Kragen. Das brauche ich nicht. Jetzt kommt das Babyzimmer.
Dagmars Elefantenrassel. Holgers Schnullerkette. Süß. Echt. Ah, hier ist die nochmal abgebildet, die Schnullerketten. Vidas Babydecke. Da ist eine lange Anleitung bei. Sandras Babydecke. Da würde ich auch eine andere Farbe. Also braun finde ich für Babys, ich weiß nicht. Also Philips Korb. Jacks Waschlappen und Stilleinlagen. Björns Kleiderbügelbezug. Ach, das kenne ich noch von meiner Oma. Du, und wenn du so einen Kinderschrank hast mit bunten Kleidchen und du diese kleinen Kinderbügel in rosa, in blau, in hellgelb, das sieht richtig hübsch aus. Hätte ich nicht gedacht, ich habe das mal gesehen. Ich weiß gar nicht, bei wem. War das irgendwo im Fernsehen, bei irgendeiner Sendung? War das, wie erziehe ich mein Kind oder so? Ich habe ja viel Fernsehen gesehen jetzt in der Zeit, wo ich krank war, ne? Und da habe ich auch viel Unsinn gesehen. Aber das, wie erziehe ich mein Kind, hat mir gefallen, obwohl ich da auch manchmal. Aber egal, ne? Hat mir gefallen. Also, und ich glaube, das war da. Oder war das bei Shopping Queen und als sie die Wohnungen gezeigt haben, die Kinderzimmer? Ich weiß es nicht mehr, ist egal. Ich habe das irgendwo gesehen und es hat mir richtig gut gefallen. Das fand ich richtig gut. So, das war's. Dann kam die Abkürzung, die Danksagung. Ja, und über die Autorin. Das Ganze hat 234 Seiten im Hardcover und kostet 28 Euro für alle Häkelmäuse, die Babys haben oder Babys bekommen, Omas für ihre Enkelkinder. Vielleicht ist das was für euch. Ne? Jo, alles im Frech Verlag, im Top Verlag oder bei mir. Ne? Jo, wie ihr möchtet, könnt ihr bestellen. Ja, ihr Lieben, jetzt bin ich durch. Es stimmt nicht. Ich habe noch was. Ich habe noch Sonderangebote. Ich habe die 600 Meter Lace handgefärbte Wolle auf 20 Euro runtergesetzt. Das sind 600 Meter. Und ich habe noch eins, zwei, dreimal die Leonie. Also eins kostet 20 Euro, 100% Merino, Lace Garn, 600 Meter Lauflänge. Also, ich habe aus einem Strang zum Beispiel das Oma Paula Tuch gemacht. Und das ist ganz schön groß geworden, also ganz schön lang geworden. Also da kriegt man schon aus zwei ein Riesentuch, aber man kriegt auch schon ein schönes großes Tuch aus einem. Ne? Also die Leonie ist noch da, dreimal. A 20 Euro. So. Dann habe ich noch einmal Himbeersorbet. Ja. Das ist doch. Habe ich mich jetzt vergriffen? Das Himbeersorbet lassen wir mal außen vor. Das muss ich jetzt erstmal koordinieren hier. Ne? Nicht, dass wir hier irgendetwas falsch machen. Hier haben wir die Katharina noch einmal in diesen Farben. Das Gelb, ich sag euch, das kommt nie richtig. Das ist Gelb mit Grün und Weiß. Jetzt kommt so richtig. Jetzt ist das so die richtige Farbe. Wenn ich das so davor halte, ist es anders. Merkwürdig. So, Katharina war das. Und dann habe ich hier noch mal die beiden Pumpkin, also Kürbisse. Einmal in hell, der helle Kürbis.
Und einmal der dunkle Kürbis. So. Ja, und auch die ist genau das gleiche. Ich habe erst gedacht, das ist anderes Garn. Aber das ist auch das. Ja, zweimal Sobi. Zweimal Sobi. Auch jeweils 20 Euro, 600 Meter. Alles klar. Ne? Ja, und dann sind wir durch. Haben wir heute schon, habe ich doch durchgehalten. Lustig war es leider nicht. Im Moment habe ich wenig zu lachen. Aber das kommt wieder. Meine Stimme geht so langsam weg. Ne? Das habe ich auch immer noch. Durch die Erkältung. Ich hatte ja dann meine Bronchitis weg. Und dann kriegte ich sie ja wieder, weil ich mich angesteckt hatte mit grippalen Infekt. Und bekam ich natürlich gleich wieder eine Bronchitis. Die so gut wie weg ist. Aber die Stimme geht mir manchmal weg. Ne? Naja, was soll's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ich mich mal wieder habe gemeldet. Ich weiß nicht, wenn ich mich fit genug fühle, fange ich wieder Dienstag an. Wenn nicht, gibt es irgendein Update. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit, viel Strickzeit, strickt was Schönes, die Kranken. Lasst uns gesund werden. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.